Moin Moin, ihr geilen Schnittchen. Herzlich willkommen zu einem neuen React. Assi TV, Junge. Mit Brammen. Ja, ich weiß, manche von euch gefällt hat nicht. Ja, schaltet direkt aus. Und alle anderen, die jetzt sehen wollen, oben in der Süd, ich hab's noch nicht gesehen, soll grandios sein. Wir konnten, also was heißt wir konnten, aber Sepp, Peter und Christian waren jetzt nicht so davon überzeugt, dass sie Bock haben, sich eine Stunde Knossi und Monte zu geben. Ich schon. Ich hab da Bock drauf, Bram hat da Bock drauf und ich kenne das Video nicht, Bram kennt das Video nicht, Sven hat das highly recommended, dass wir uns das angucken. Ja. Weil das wirklich gut sein soll und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Ah, Knossi, das ist auf jeden Fall von Knossi. Also logischerweise und nicht Baby, von Monte. Herzlich willkommen in Buxtehude. Baby, Junge! Geiler Wagen, ey. Also da muss ich echt sagen, da war das letzte Auto, mit dem ich von Nico, das war echt, das war nix. Das stimmt. Mit dem Lambo oben in der Süd drin, Jungs. Ladies and Gentlemen, fahr raus. Ich glaube, ich bin zu fett für das Auto auch. Bruder. Wie das aufgeht hier, Alter. Also er hat das gestreamt oder was? Und dann zusammengeschnitten? Ey. Ich glaube schon, ja. Ja. Okay. Du hast keine Ahnung, was hier passiert ist. Ey. Ohne Scheiß. Du denkst, Nico, sein Auto war krass. Ja, manchmal ist das laut und leise. Wollte nicht enttäuschen. Komm rein. Darauf bin ich zu fett für die Kiste, die hier bleibt. Ja, die Autos. Weißt du, also, Innenraum Platz, ist immer schlecht. Das ist halt einfach auch kein Wohnwagen. Ja, das finde ich bei so richtigen Supersportwagen einfach nicht so geil. Du saß ja damals auch in einem R8 drin. Was für eine Aktion hier? Jo, ich Alter, das Opa Monte oder was? Ach so. Hallo. Ja, so schön. Hallo, ihr beknackten. Wie heißt der da? Wir machen nur eine Spritztour, Opa. Ja, dann machen wir Spritzmann die Tour. Ja, genau. Wir später. Ja, Spritzmann die Tour. So sieht's aus. Opa Monte, geil, guter Typ. Opa Monte. Hat er gedacht, Auto wird geklaut. Gleich Kontrolle machen, ne? Geil finde ich natürlich auch die Get in the Level Poster, ey. Ja, die hat Opa hingehangen, ne? Die hat Opa hingehangen, ne? Stolz ist er, Junge. Ey, ohne Scheiß. Ein Mann wie ein Buch. Ehrenopi schreiben die Leute. Ehrenopi, fahr langsam, bleib. Bei seinem. Erstmal müssen wir ihn sowieso warm fahren. Das dauert. Opa. Also ich muss sagen, ja, es ist ganz anders. Ey, guckt euch mal das Ding an. Ich bin noch nie im Lamborghini gesessen. Alter. Ja. Ich sag's dir halt so, wie es ist. Und das wird sich auch noch gleich bestätigen. Du denkst, du hast die gute Beschleunigung, das Feeling schon im GTS gehabt. Ja. Aber der GTS, und das ist kein Disrespect, ich hatte den GTS ja selber auch. Ja, ja. Ja. Der GTS ist ein Witz gegen den Lambo. Was geht, Memo, Junge? Wo wollt ihr denn hin? Bisschen Spritz rummachen. Knossi will unbedingt im Lambo mitfahren. Memo kennst du, oder? Nee, Memo kenne ich nicht. Memo ist der Kollege von Monte. Ach so, quasi, okay. Die hängen immer zusammen miteinander ab. Also das ist hier Memo, quasi. Ne? Okay. Also Memo! Werden wir uns mal merken, ja. Knossi, ich hab gestern geschrien. Was hast du? Nee, Mina hab ich geschrien. Geschrien? Geschrien hier im Auto, wie ein Mädchen. Ich hab keine Angst mehr. Willst du zum Training jetzt mit René oder was? Ja. Aber heute durchziehen wieder? Muss. Okay. Muss. Ja, Dings. Geiler Asi-Talk muss. Memo hat einen schicken Wagen. Englische Spieler. Ne? 1-0 ist. Sieht gut aus aktuell. Ja, sieht gut aus. Memo, guter Mann. Memo, guter Mann. Da gelabert. Ich glaube, er fährt schneller als 50. Das musst du dem jetzt unbedingt zeigen, gell? Memo hinterherjagen, gell? Das ist das Ding. Gar nichts, ich fahr normal, was schießt du? Ich fahr ganz normal, Digga. Memo, ciao! Das ist also Buxtehude. Ja, da gibt's hier eine Straße, dann ist es dann. Wann darf ich fahren? Gar nicht. Einmal. Eine Runde. Chat hängt der hinterher, oder? Ja, Chat hängt immer mal hinterher. Eins in Chat, wenn ich heute fahren soll, Leute. Eins in Chat, dass ich mal die Bude fahr hier. Leute, eins rein. Also, dass ich Monte davon überzeugen lässt, hat eine Einzelne. Niemals! Wo fahren die denn hin? Ja, der junge Mensch, mir fällt das Handy aus der Hand! Einmal durchgedrückt. Da verpufft er direkt. Wie Mädchen, Digga. Alter, der Blick! Hast du noch keinen Zauber oder was? Lass mich raus! Bist du noch ganz sauber? Bist du geisteskrank oder was? Weiter geht's, Knossi.
Hey Murat, was geht, Digga? Murat! Als ob ihr jeden da kennt! Auf zu hupen, Mann, Junge! Das war aber nicht wegen mir! Als ob ihr da so viele kennt! Hallo Murat, hallo Memo! Schön, ist schön, ist angenehm! Ist angenehm! Ist angenehm, der scheißt sich gleich in die Hose! Ich glaub auch! Alter, der Sound! Botte kechert sich da nur einen ab, ey! Du hast ja nur ein bisschen Panik. Das freut dich voll. Hört man das von Sound? Das ist jetzt die Frage. Müssen wir Fenster zumachen? Ah, hier ist das Internet schlecht. Da vorne war das Internet schlecht. Jetzt geht's wieder. Ist der Sound? Ich hab Durchfall. Fahrtgröße aus Hamburg. Ich muss kacken, aber... Bei mir werden nicht gekackt. Bei mir ist Kacken verboten. Weißt du, was lustig ist? Du kannst jetzt auf den Modus fahren. Hör mal. Strada-Modus. Das ist... entspannt. Das ist der Strahler-Modus, dann ist er ganz ruhig, das ist der Sport, dann ist er laut und Corsa ist Rennstrecke. Und er fährt nur Corsa. Oder was fährt er? Weiß ich auch noch nicht. Ja. Für die ganzen Geilen. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich weiß, zumindest, also ich habe auch schon mal, ich gucke ja gelegentlich da mal bei Monte, vor allem wenn er so FIFA streamt und so weiter, gucke ich dem halt zu, wie der dann die Packs öffnet. Und gelegentlich macht er dann halt auch noch, guckt er dann so ein Video an, wo er so Straßenraudis oder sowas anguckt, so eine Stern-TV-Reportage ist das. Und da werden die immer rausgezogen, weil sie dann im Rennmodus quasi durch die Stadt fahren und du darfst halt irgendwie nur 80 Dezibel haben oder sowas. Also dieser Corsa-Modus ist halt wirklich nur für die Rennstrecke, obwohl das nichts dran geändert wurde an dem Wagen, aber das darfst du halt nicht in der Stadt fahren. Da findet die Polizei gar nicht geil. Regt sich Monte immer drüber auf. Wusste ich auch noch nicht, dass serienmäßige Autos quasi da rausgezogen werden können. Musst du kotzen, ehrlich? Halt mal an. Ernsthaft, willst du kotzen? Ja. Als ob ihm so schlecht. Halt an! Warte, halt hier an, warte. Als ob schlecht ist. Wenn du mir jetzt Auto kotzt, ich schwör, ich auch nicht. Sieht schon aus. Als wenn er so fertig ist. Ja, Digga, du willst doch jetzt nicht wirklich kotzen gehen. Ist ja widerlich, Digga. Ja. Kurz aussteigen. Digga. Lass den jetzt einkotzen. Gott, in dem schönen Wagen raucht er. Ja, das ist halt echt so. Was ist los, Kassi? Ja, muss der König mal kotzen, wa? Digga, können weiter? Können weiter, aufgekotzt, alles gut. Lieber jetzt in die qualmende Luft rein. Ich sag's dir, wenn du mir jetzt ins Auto kommst, was ist los? Oh, Monte, ey, der raucht in dem Wagen. Mir geht's gut, ich bin top drauf. Ich jetzt schon irgendwo hätte ich's auch gejoint, hättest du jetzt gekotzt. Hast du meine Zigaretten abgezogen? Hier sind die. Ist ja nicht ein bisschen übel? Nein, aber du bist nicht der Erste, der kotzen muss. Ja, aber ich glaube, wenn du selber fährst, dann noch was anderes. Ja. Weil die Beschleunigung dann anders gefühlt. Ja, ich habe da auch mal Probleme gehabt. Autos zeigen müssen, weil ich hatte auch mal Probleme bei den Roadtrips und so. Wenn ich hinten, also ganz schlimm ist hinten, und als wir, du kannst dich noch dran, ich weiß gar nicht, warst du bei uns im Auto oder warst du das gegnerische Auto? Warst du das Fährenauto damals in Österreich oder warst das andere, das drumherum Fahrauto? Ich war mit Christian das Rumpfahrauto. Alter, ey, wie Peter durch die Serpentinen gefahren ist, ey, ich saß hinten, ich bin von links nach rechts durch die Gegend geflogen. Es war so schlimm, mir war so kotzübel, als wir da angekommen sind, falls dich noch dran erinnerst. Alter, es war richtig, richtig schlimm. Kann ich gar nicht ab. Also so fahren ist echt kein Problem. Wenn das Internet nicht immer so ein Problem machen würde, hätte ich auch gesagt, wir fahren auf Autobahn. Dann zeige ich mal mit den 300. Ja, bitte. Oder 320. Nee, muss auch nicht. Nee, aber ist wegen dem Internet scheiße. 320. Ja. Hier war früher meine Fahrschule drin. Da habe ich meinen Führerschein gemacht. Da ist jetzt eine Thai-Massage mit TPM-Kappa. Geil. Hier drüben rechts, ganz rechts in der Ecke, war eine Videothek. Da ist jetzt ein Barbecue-Laden. Der macht aber auch zu. Oder hast du wieder zu. Angst. Da, wo der Typ gerade vorbeigeht, da war immer die Pornoabteilung. Da habe ich mir immer die Pornos angeguckt. Oh, Baby, komm her, wer bist du? Als ob. Wir sind live. Du bist auch live, oder was? Ja. Du bist auch live? Ja. Wo? Ja, was hast du denn für eine Ausrüstung? Bist du Pfadfinder, oder was? Meine Splitterschutzweste.
Parzimann heiße ich, Parzimann. Ich bin ein Lurker bei euch, aber hin und wieder gucke ich rein. Als ob der gerade live streamt. What the fuck? So, ich meine, ich fange gerade an. Ne? Ihr habt natürlich das Top-Equipment. Ja, ihr habt das Top-Equipment, der hat die komplette Technik-Weste einfach an. Weil das sieht ein bisschen so aus wie gleich hier, du gehst hier in ein Einkaufszentrum, oder? Geocaching gerade. Was ist das? Das ist Verstecke suchen. Schatzsuche 2.0 sozusagen. Ich muss weiter, grün. Leute, haut lass rein. Gut gehen, Digga. Ciao, ciao. Spaß bei schau mal lieber, siehst du, das ist nämlich Zielgruppe. Der guckt nämlich, der geht auch mal gerne rein in den Pizza. Der geht auch gerne rein. Ja gut, ich glaube, in Buxtehude fährt auch nur einer mit so einem Giftgrün. Aber sag ihr, Labo. Fühlt sich jetzt auch schon wie, fühlt sich richtig geil. Ich glaube, sie ist so behindert, wa? Und ich gleichzeitig liebe ich ihn so. Ich bin erst Top-Entertainer. Schon einmal Gefühl geben, dass ich einmal fahre. Er übertreibt halt so auf eine random Art und Weise. Einmal fahren, oder soll ich einmal fahren, Jungs? Ja, könnte ich nicht. Das ist so komplett ausrasten wie er. Einmal eine Runde mal ein bisschen vor- und zurückwärts gegangen. Super anstrengend, glaube ich. Der Unterschied ist, Nico seine Felgen muss er nicht selber bezahlen, weil er hat VIP-Leasing. Ich muss meine Felgen, wenn sie kaputt sind, selber bezahlen. Ja, und die gibt es auch gebraucht für 7-800, reg dich ab. Ja, wahrscheinlich für 7-800. Ich habe gerade, ich sag dir ehrlich, ich habe vor 3 Tagen, weil ich fahre über den Kreis und einer schneidet mich, ich reg mich auf, fluch ihm hinterher, fahre weiter und fahre gegen Kannstein und mache mir bei meiner S-Klasse vorne die Felge nicht so schlimm kaputt, aber der Reifen. Den muss ich neu machen lassen. Der hat einen richtigen Wichsleck bekommen. Das ärgert mich schon. Der Lambo das ist riecht nach kratzerfrei. Monte. Kratzerfrei, Digga. Aber sag ehrlich, der Sound, Leerlauf. Dein Auto ist schlecht. Dein what the fuck? Der Dominos-Auto daneben. Der Dominos-Fahrer. Alter. In der Hoffnung, dass wir ein paar geile Muschis sehen. Ah? Ich hab natürlich. In der Nähe von Buxtehude gibt's nämlich nur geile Muschis. Ich hab immer gar kein Interesse. Deswegen hast du die auch in die Nacktbilder bei René's Handy richtig heftig reingekriegt. Der hat mir die. Ich konnte mich gar nicht wehren. Der kommt, guck mal hier. Ich konnte mich überhaupt nicht wehren, Leute. Willst du sagen, du hast nicht diesen hier gemacht? Wie? Zum Reinzoomen? Ich hab den. Wir haben gesagt, wir sprechen über so. Spinnst du oder was? Nein, hab Spaß, Digga. Mach dir keinen. Wir laufen einmal durch die Innenstadt. Ich wollte ja einmal Buxtehude kennenlernen. Leute, wollt ihr mit uns einmal durch Buxtehude? Ja! Wir laufen durch Buxtehude. Wollen wir! Ey, können wir dich, dich mitnehmen? Da den Alter, kein Bock mit dem da abzusetzen. Der ist unser Security-Mann. Der macht einen verwehrten Eindruck. Den akquiriere ich jetzt, Security. Ja, was verwehrt, Junge. Als wenn ihr den Lambo einfach auf den Straßenrand parkt. Er wurde denn sonst? Ja, leg dich ab, Junge. Du bist in einem Parkslot? Hier ist doch die so, ja, okay. Hier habe ich doch deine Insta-Stories gesehen. Ja, genau, kommt rein, 20 unterschriebene Bücher am Start. Jetzt nennt man der Community was zurückgeben, das kennst du doch nicht. Warte, Leute, eins in Chat, wenn ich meine Community richtig zurückgebe. Guck mich an, wie ich aussehe. Du läufst mit Robert Geist, den Allerechten. Buchst du, ich bin da. Schrei doch nicht so rum, Digga. Leg dich doch ab. Du fährst heute Abend, ja, und? Ja, und? Du fährst heute Abend. Guck mal, wie die da mit dem Auto da hinten Fotos machen von dem Auto. Hast du das gesehen? Ja. Aber eigentlich habe ich mir nur damals das Konto da gemacht, weil meine anderen Konten eingefroren worden sind. Da geht's richtig ab. Hey, ich fühle mich ein bisschen wie Nico Backspin. Wie Nico Backspin? Ja, ja, ich laufe ja auch mit dir hier. Ich hoffe mal, das ich ist an einem da, Sonntag. Ich bin da, was muss ich noch wissen hier? Buxtehude, aber nichts los in der ganzen Stadt. Dienstagabend. Primetime. Samstagnachmittag, schön Einkaufspassage. Geht richtig Schaufenster ab. Leer, wunderschön, wunderbar. Ja, aber den gibt's, der ist riesig in Buxtehude. Das ist halt der Einzige, der sich im Grunde gehalten hat. Und das ist die Nummer 1 in Buxtehude. Ha, so ein Igel. Hier unten gehe ich immer essen, Dings. Sport ist wichtig. Alter, was ist das unangenehm? Da hast du früher noch deine erste Karte gekauft wahrscheinlich. Nee, aber hier habe ich letztens schon gesagt. Ich stand hier früher immer vorne im am Schaufenster. Ja. So, aber nicht auf der Seite mit den Uhren, sondern drüben beim Schmuck stand ich immer. Ja. Und dann habe ich immer nicht geguckt, was sieht schön aus, sondern ich habe immer geguckt, was ist das Teuerste. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich da einbreche und die Scheiße klaue. So. Und jetzt gehe ich da rein und lass mir meine Rolex richten. Weißt du, das ist so diese Ironie des Schicksals. Ja. So war das früher hier. Blä, heute seid ihr mit dabei. Focus TV, die Reportage hinter den Kulissen von Montana Black, der Allererste. Ich bin da in Buxtehude, da muss ich dran gewöhnen, Junge. Was ist denn jetzt los? Gehen wir mal vorne. Was ist denn jetzt los? Hast du Angst vor einer Wespe? Ja, machst du den dicken Vers mit dem Lambo? Komm, Junge, weiter. Die Wespe ist jetzt komm mal eine Runde weiter hier, Jungs. Alles klar bei euch, oder was? Kommt ihr von hier? Ist top hier zu leben, oder? Ist top hier zu leben. Aha. Legerei gleich noch hier.
Ich bin auch nicht peinlich. Guck mich an. Scheiße. Bin ich peinlich für Sie oder komme ich gut rüber? Also, was willst du? Komm. Wir gehen mal davor ans Fest. Reg dich ab. Also, wie die alle die kennen. Wir laufen einmal darüber. Ich mach nicht den Peinlichen. Sascha hat mit mir Spaß gehabt. Peinlich. Unsympathisch. Was blockiert bei WhatsApp? Wenn ich ihn anrufe, ist fester Mann. Der freut sich, wenn ich ihn anrufe. Unsympath. Du hast ihn spielsüchtig gemacht. Jetzt kommen wir ans Kaffee, Junge. Du musst auch mal den Königlichen machen. Einfach mal so hoch. Du dich dazu äußern, dass du Sascha spielsüchtig gemacht. Ich habe Sascha nicht spielsüchtig. Nein. Und sagt, spiel mal das und das Spiel. Er wollte unbedingt mit mir ins Casino gehen. Er sagt zu mir, spiel mal das und das Spiel. World Gold. Dann sagt er, gibt's nicht auf der Seite. Er ist auch schade. Schade. Ja. Sascha, ja, ich kann doch nichts dafür, wenn er meine Streams guckt. Hier sind wir im berühmten Kaffee. Ja, nicht jetzt filmen da die Leute. Nein, ich film nicht oben. Nicht filmen, Digga. Lass das jetzt. Die wollen in Ruhe da essen. Lass das jetzt, Mann. Boah, Alter, Knossi ist echt unangenehm. Das kommt schon der erste. Weißt du, selbst Monte, findet das zu peinlich. Hier waren früher Bänke und hier war immer Altstadtfest, Buxtehude. Und hier stand ein Kollege mit Badeschlappen. Okay. Der stand hier ungefähr und vorhin so eine Punkerin. Ja? Und die Punkerin war übelst besorgt und hat die dicht gelabert. Irgendwie hatten die eine Meinungsverschiedenheit. Mein Kollege die ganze Zeit ruhig gegeben, hat gesagt, geh mal. Der Freund stand dahinter von dieser Punkerin. Aber konnte sie auch nicht zügeln. Und die ganze Zeit voll auf Kacke, so ein ekliges, also so ein Mannsweib. Ja. So, und stand so hier vorne so und hat mit ihm voll gelabert und diskutiert. Und er steht hier so, voll abgenervt, dreht sich so um, guckt mich an, ich stehe da, wo du jetzt stehst und sagt, Marcel, was soll ich machen? Ich sag, Digga, geh an. Er dreht sich um, sie sagt irgendwas, er sagt, ich geh jetzt und dann macht sie so bei ihm. Und spuckt ihn so eklig ins Gesicht und dann bei meinem Kollegen, das ist lange her, sollte man nicht so machen, und dann mein Kollege, Digga, dreht durch und... Der hat sie so aus dem Leben genockt, Digga. Das war was ist dir jetzt unangenehm, weil die Leute stehen geblieben sind und geguckt haben, wie du hier performst? Nein, den kenne ich, der ist groß geworden, ist Anna. Mit der bin ich groß geworden. Hallo Anna. Ich bin Knossi. Ciao, meine Liebe. Woher kennst du die? Mit der bin ich groß geworden, Digga. Die hat noch eine Schwester, Lena, und mit dem bin ich... Knossi ist so unangenehm, wa? Das ist so krass, einfach nur. Die haben damals eine Wohnung da bei mir in der Ecke gehabt. Ist aber auch irgendwie herrlich anzusehen. Ja, irgendwie schon. Das selbst Monte sich schämt. Kann nicht weggucken. Oder Kindergarten bin ich immer zu denen, hab bei denen gegessen. Und jetzt hat sie mit einem Kollegen von mir zwei Kinder zusammen. Das ist doch eine schöne Nummer, oder? Ja, aber das ist das, was ich halt zum Beispiel einfach auch liebe. Das Buxtehude. Natürlich auch woanders auch noch. Als ob du da einfach alle kennt. Oder so hast du es nicht. Läufst durch die Innenstadt, triffst alte Kindheitsfreunde. Ja. Seltener, ne? Ja, aber das habe ich auch bei mir. Ich könnte es da, wo ich herkomme, ich könnte das genauso vergleichen mit dem. Ja. Wenn ich von dir deine Geschichten höre, weiß ich genau, bei mir ist es auch so. Ich habe da meinen Friseurladen, da gehe ich hin. Da sind die Dinger. Ich kenne die Leute, wenn ich durch die Stadt laufe. Genau, das ist einfach schön, Digga. Ne? Jedes Kind will da drauf rumklettern. Ich weiß, gibt es da einen Titel sieht? Von dem Metall. Mit dem Schniedelwürzchen? Nee, glaube nicht, das ist aus Metall. Das ist doch kein Problem hier. Früher ist man da immer als Kind drauf. Alter. Oder gesetz dich doch mal, ich sehe dich doch hier, dass du hier schön sitzt, ne? Mein Süßer. Oh ja. Genau, so saß man hier als kleiner. Oh, das ist doch ein schönes Ding hier. Schön. Das sind auch wieder Bilder für die Götter hier. Piekt da ein bisschen? Tut's gut oder eher? Nee, ist zu klein. Aber der steht hier auch schon länger, als ich lebe. Ja, das kennt man. Ne? Ja, wenn es bei mir nicht mehr läuft, flex ich ihn ab und verkaufst das Altmetall. Kleine können Großes bewegen. Die Frage ist, auf was ist das jetzt bezogen? Ey, ganz ehrliches Ding, das hat ja auch irgendein Perverser ein Design hier, oder? Ich weiß es nicht. Wieso ist hier ein kleiner Junge nackig auf einer Kuh? Willst du mich verarschen? Und dann steht noch so ein Satz da drauf. 88 ist es gebaut worden. Hier vorne links. Da, wo jetzt diese scheiß Immobilienfirma ist. Ja, aber das muss dir doch gefallen, du suchst ein Haus hier. Er ist doch 88 Jahre geboren, der Monte. Das ist geiler, oder? Ja. Früher war in dieser Immobilienfirma hier vorne drin ein Waffenladen. Und dann das war ein dickes Messer, die Pistole. Ja. Und dann stand hier immer als kleines Kind. Und sag ehrlich, die Silvester-Dinger für die Pistolen, genau. Alles. Und die Schweizer Taschenmesser waren hier immer drin und man wollte immer ein Schweizer Taschenmesser. Immer ein Laserpointer, alles solche Sachen hier, alles was man wollte. Wir gucken mal kurz nach dem Haus. Die Immobilien sind sowieso alle überteuert. Ist das hier nichts? Warum hängen die Scheiße drin, wenn es verkauft ist? Was ist das für ein Scheißladen? Wandertag, ich glaube 6. Schuljahr oder sowas. Damals bei uns in der Schule bin ich. Waren wir in Köln und waren wir in der Einkaufspassage und da war auch so ein Knarrenladen, ja. Und ich hab halt echt, ich dachte halt so geil, Schwerter und so weiter waren da drin ausgestellt. Und dann bin ich da einfach so reingegangen. Mit meinen 13 Jahren oder sowas, keine Ahnung. Und da bin ich
ja, bist reingegangen, dann kam dann der Typ dann entgegen und hat mich dann voll zusammengeschissen, dass ich da nicht rein darf und so weiter, dass es ab 18 ist und so weiter. Ich hab das überhaupt nicht kapiert. Ja, was machst du denn? Sehr einschneidendes Erlebnis von mir. Ja? Da gab es Schwerter, sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, weil ich wollte mal gerne, ich wollte mir die Schwerter da angucken und da waren da so Knarren und so. Ohne Scheiß. Ich bin einfach reingegangen. Ich hab das wusste das nicht. Verkauf. Ja, weil sonst ist das Schaufenster leer. Ja, so viel gibt's hier gar nicht zu kaufen, ne? Schönes Haus in Abensen, ja, da will ich aber nicht hin, Digga. Schönes Haus, aber Abensen. Aber du willst unbedingt auch hier bleiben, ne? Ja, muss, Digga, muss. Na komm, lass weiter. Ich glaube, mittlerweile überlegt er sich woanders hinzuziehen. Echt? Ja, weil er kein Haus findet. Muss mich verwechseln, Digga. Nee, er hat Ähnlichkeit. Ey, warum ist baut er nicht dachte, einfach rein? Wir kennen uns schon so lange, aber wir hören das so. Weil er kriegt kein Grundstück. Also er sucht wirklich schon lange. Er hat jetzt irgendwie eins im Gespräch, aber er sagt halt nicht, wo das ist und so weiter. Einfach auch um, ne, wenn du dir ein Haus kaufst und da dann hinziehst, hast du natürlich keinen Bock, dass dann Leute dann da vor seinen Dingen sind. Und die sind da doch sehr, sehr aggressiv scheinbar, was Leute, also was sie, seine Community angeht. Die läuft dann immer auch zu ihm in Klingeln öfters mal. Okay. Und cool. So oft. Ja. Wie, an was habt ihr das jetzt gedacht, dass das ist? Ja, weil da soll ich hier in Buxtehude wohnen. Nee, 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 wir gehen auf den Faschingsball. Er hat sich die Sachen nur ins Gesicht gemalt. Ne? So, okay. Alter. Ciao, ciao. Oh mein Gott, ist das dumm. So musst du es machen, Blatt. Ja, so musst du es machen, nämlich. Der hat's geglaubt, Alter, der hat's gefressen. Hat's gefressen? Also, ach so. Er hat's geglaubt. Er hat's getaggt. Also, ach so, Alter. Ey, und jetzt weißt du was, an welche Stadt mich das hier erinnert? Ganz ehrlich, Europa. Überlege, wie. Welche Stadt, Chat? Schick? Welche Stadt hier von der Optik, diese Gasse? Venedig, Amsterdam. Nee, nee, nee. Welche denn? Was Hamburg? Amsterdam. Amsterdam. Red Light District. Ja, sieht echt aus wie. Amsterdam, schreiben Sie auch an. Amsterdam. Das wirkt hier wie Amsterdam. Venedig war doch auch nicht dran, oder nicht? Venedig sind die Kanäle viel breiter und. Warst du überhaupt schon mal? Und der war nirgendwo. Der hat dann Buxtehude kaum verlassen, ne? Ja. Vor 3 Jahren war ich auf Malle. Von da haben wir da. Vor 3 Jahren war ich auf Malle. Hast du dich schon mal geprügelt, oder? Ja, vielleicht. Aber hier für die Leute, die es noch kennen, ja, die Wiener-Story, wo, hat die mal erzählt, doch abgezogen, wo ich abgezogen worden bin, wo mich jemand abziehen wollte, mein Handy, und mir der Zahn ausgeschlagen worden ist. Das war, wir können mal an den Platz. Wollen wir da warst, ja, aber da warst du noch nicht berühmt, ne? What the fuck? Oder? Da warst du noch so. Bin ich berühmt? Du bist ja, ich würde sagen, auch eine Videothek, bekannt. Pornoabteilung. Das hier. So komisch, Videothek, der gute alte Orion war hier, ne? Nee, hier. Die Videothekbinde, auf der Seite waren die Kinder. Mit Kabinen oder was? Nein, nein. Und hier auf der Seite war die Pornoabteilung. Und da warst du, da warst ich hab mir, damals gab es das noch nicht. Kassette noch schön VHS. Damals hat man sich Pornos ausgeliehen. Natürlich. Ist so. Das ist doch mal ein Haus, Jungs. Das wäre, ich sag, du willst sagen Schrottmüll, aber das ist ein Haus, das finde ich. Ich kenne die Besitzer. Das hat Charakter, das Haus. Das ja, hat Geschichte. Das gefällt Knossi. Das ist schön, dahinter ist direkt der See, die Äste. Mir wäre es persönlich zu zentral, weil du bist ja mitten in der Innenstadt. Ja. Aber es ist ein schönes Haus. Natürlich alt, für mich wäre es nichts, weil ich Angst hätte, dass der Geist von Hitler da drin ist. Natürlich! Weil der Geist von Adi da drin ist. Du hast doch so gesagt, du willst nicht hinfahren. Ich mach das für dich, damit du das eine sagst. Das ist er, das wäre er fürs Leben. Das ist er. Ach, hör doch auf, schäm dich doch nicht immer. Wieso schämen sich die Leute immer mit mir? Aber ich bin offen, du musst offen sein. Hier hat mich damals der Typ hingeklagt. Also hier hat er gesagt, komm mal mit, wir müssen reden. Hier, ja, von da. Wir sind jetzt einmal ringsrum gelaufen, Freunde, ne? Moin, jo. Reden? Aber da wusstest du doch schon, was abging. Nein. Ich kann den ja. Ich war auch total besoffen, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist ja schon lange her. Und ich war besoffen, ungefähr in diesem Bereich hier. Und dann hat er mir gesagt, soll ich mein Geld geben und mein Handy. Und er stand dann hier, ich stand da und da habe ich ihn nicht gegeben und hat er mir... Und du? Ja, ich habe nichts. Ich hatte nur blaues Auge, Zahn verloren. Hast du dich nicht gewehrt oder was? Also ich habe euch auch in der Reader-Story erzählt, ich hatte einen Schlagring in der Tasche. Ich hätte ihm auch den Schlagring einen über den Dirt hauen können, aber er hatte zwei große oder zwei Brüder, die ich kannte. Angst, also, Respekt. Ich wusste, wenn ich ihn jetzt einen Knockout haue, gibt es in naher Zukunft noch mehr Ärger. Und ich wusste auch, selbst wenn ich ihm jetzt ein Ding gebe,
kann es auch sein, dass ja, ja. Dann kommen seine Brüder. Ja, ich war zwar mit den Brüdern cool, aber die Brüder halten und jetzt, immer wenn ich, so Geschichten habe ich auch bei mir früher, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, jetzt lachen die Leute drüber. Wenn du sie triffst, ne, alle, jetzt ist man älter geworden, ne, gibt's nicht, ist ganz normal. Ne? Ich habe kein böses Blut gegen die Leute. Ich habe das da mit den Personen ein paar Tage später direkt geklärt und da war gegessen das Thema. Damen und Herren, Live-Action in der Stadt. Ich sehe schon, zwei Leute abgebogen. Ja, erzähl ruhig weiter. Lass dich nicht irritieren. Erzähl ruhig weiter. Nee, sonst gibt's nichts mehr zu erzählen. Lass weiter lieber. Das Ding ist, ich sag euch ganz ehrlich. Wie er das einfach so, also es ist voll krass, du kannst doch nicht, während du besoffen bist, so viel nachdenken, dass er dann denkt, also meine, seine Brüder kommen und machen ihn dann fertig oder was auch immer. Das ist so voll krass. Wie besoffen er war. Insoweit bin ich nie. Wir haben uns auch schon mal in der Wolle gehabt, wenn ich dann ein Foto mache, sagt er, ich untergrabe seine Autorität oder sowas. Nein, hab ich nie gesagt. Hast du gesagt? Nein, ich hab gesagt, dass es doof rüberkommt, wenn ich sage, wir machen keine Fotos und du dann sagst, wir machen Fotos. Aber was von Autorität? Weil der Junge war doch, der war das. Ich habe manchmal das Bedürfnis, ich will auch aufs Foto. Ja, du bist eine famegeile Sau. Ich bin nicht famegeil, sondern ich will was hinterlassen. Stell dir mal vor, ich gehe in zwei Wochen von diesem Planeten, dann hat der Typ noch ein Handy von mir auf dem Foto. Dann bin ich da. Ein Foto auf dem Handy meinst du, nicht ein Handy auf dem Foto. So, dann bin ich noch da, dann habe ich was hinterlassen for the world. Ja, aber Knöpfe, ich sag dir ehrlich, kann man drüber streiten über das Thema, aber ich habe schon genug Fotos gemacht. Ich bin satt mit Fotos. Um da einen Punkt hinterzumachen. Entweder man versteht das mit den Fotos oder nicht. Das, weißt du, du hast auch bestimmt schon mal Leuten gesagt, oh, jetzt gerade kein Foto. Nee. So, ja, habe ich noch nicht gesagt. Du wirst an den Punkt noch kommen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß auch, ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich im Computergeschäft war, dass man nicht mehr wegkommt einfach. Genau. Man kommt nicht mehr weg. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist einfach jetzt am fairsten, wenn man sagt, wir machen jetzt hier unser Ding. Fotos ist jetzt... Gamescom, habe ich gesagt, nur noch im Laufen. Da ging es nicht mehr. Du hast aber immer Fotos weitergemacht. Im Laufen. Ja, was soll ich denn machen? Du bist immer stehen geblieben. Ja. Ich habe es gesehen. Ich bin es ja nicht gewohnt. Ich war das erste Mal bei sowas. Ja. Es ist halt auch problematisch. Das ist echt ein Problem. Ja, aber so Fan bin ich Gib nicht. Gib Schlüssel. Nein. Gib Schlüssel. Ey, aber ohne Scheiß, dass das vorher geklärt ist. Was ist jetzt? Nein, jetzt komm, setz dich jetzt rein. Was ist jetzt? Setz dich jetzt schnell rein. Du gehetzt. Ja. Wir müssen gehen, Jungs. Alter. Man kommt sich vor wie ein Flüchtiger. Guck mal, die Kinder. Die Jungs können ja gucken, kein Problem. Gar kein Problem, aber ich will jetzt weiter. Die gehen da, guck mal, wie der lacht, Junge. Mein Süßer. Moin, Jungs, moin, moin. Moin. Guck mal, wie sie winken. Alter, guck mal, wie die dich angucken. Guck mal, wie die Handys in die Hand nehmen. Ja, ist auch in Ordnung, Digga. Gar kein Problem. Aber dabei bin ich doch der König. Sollen wir in die Süd fahren, wenn du das willst? Sollen wir in die Süd fahren? Jawohl! Oben in die Süd, endlich! Mach schnell weg, die schreien schon. Hier, meine Stammspielhalle. Oh, zeig mal welche. Hier, guck mal. Das, wow, war, das war früher Jackpot. Ja. Big Cash und das ist Jackpot. Beim Jackpot gibt's den... Wer schreit denn da so? Piss dich, du Hansohn! Jackpot, da gibt's den besten Kakao überhaupt. So, und im Jackpot gibt's natürlich den besten Kakao. Dann gab's ja die neue Spielhalle. Das ist wichtig. Ja. Und jetzt musste Big Cash daneben direkt zumachen. Einfach zumachen. Nee. Alle Angestellten mussten bla bla. Und weil man durfte nur noch alle 500 Meter. Ja, eine Spielhalle. So, genau. Und weil Jackpot später gekommen, Big Cash später gekommen ist, ist jetzt Jackpot am Start. Bei Jackpot und Start, eigentlich müsstest du da reingehen und den Kakao trinken, der ist legendär, Digga. Da schmeckt's auch, wenn du 300 verzockst, der Kakao holt's wieder raus. Wir können da nicht rein. Nein, ich weiß. Deswegen, ja. Kakao krieg ich auch durch von Laktose, Lektose. Ja? Natürlich Scheißerei. Du willst doch, dass ich bei dir heute nicht die Bude zuscheiße. Kann schon sein, dass ich heute Abend auf einmal kacken muss. Alter, wer schreit denn da so rum? Komm her, hier, du! Was ist denn? Geh die Fresse ab, oder was? Schreit die da rum. Digga, fahren wir hier gerade an der Ehrenamtstein vorbei, oder? Was ist da los? Nein, das war einer aus dem Haus da. Der hat sich wieder aufgeregt, weil der Wagen so laut ist, glaube ich. Ach so. Könnte sein jetzt, ich weiß nicht. Ja, du bist das natürlich gewohnt, dass der Wagen natürlich so laut ist. Es ist nun mal kein Mofa. Der war ja nicht laut. Das ist kein Mofa. Der ist angenehm. Der Blick! Kurve! Alter, dieser fokussierte Blick in den Tod. Aber der hat, glaube ich, echt Angst um sein Leben, ey. Jetzt kommt mein Kurve. Marcel, wie rum?
Alter. Ich hab manchmal das Gefühl, der tickt so kurz weg. Ja. Vergessen, Digga. Natürlich sind wir hier ordnungsgemäß gefahren. Natürlich. Nicht über 50. Aber du darfst nicht auch vergessen, ich fahre diese Strecken schon mein ganzes Leben, wenn, seit ich Auto habe. Das heißt, ich weiß, wo ich wie fahren kann. Ach so. Wir fahren jetzt hoch in die Süd. Ja. Hier im Grunde die Straße, also die Brücke hier, trennt Nord von Süd im Grunde. Das ist die B73 hier runter. So, und alles, was auf der Seite ist, kann man eigentlich als Süd schon sagen oder ist Süd. Das ist die Aral von oben in der Südflamme. Das stimmt nicht wirklich. Oh, geil, Alter. Wirklich. Auch da drüben ist schon Süd. Tank. Ja. Das ist hier Süd. So sieht das Auto von außen aus. Nächster kommt Mopedfahrer. Jungs, ihr wisst, wie ich bin. Ich mache immer Foto. Ich bin lieb zu dir. Guckt euch das Auto an. Das ist er. Lamborghini Huracan. Schickes oder? Auto. Bin mir gar nicht sicher. Würde ich mir aber nie kaufen. Ich will, dass egal, du mich anständig begrüßt. Ah. Wenn du. Tadea. What the fuck? Was kann man für dich tun, mein Sohn? Wollt ihr eine 10-Euro-Stunde geben? Oder nein, Junge. What the fuck? Nein, Alter. Nein. Ey, das ist aber noch nie jemand einfach so zu mir gekommen. Geld donaten. Ab jetzt führe ich auch ein. Frauen zeigen ihre Möpse, wenn sie über 18 sind, und alle anderen kriegen eine Umarmung. Findest du das jetzt nicht gut? Wasser. Wasser ja, schmeckt nach gar nichts. Ich freue mich natürlich. Wir haben noch einen hier ist noch jemand. Ja, schon gesehen. Ich mach kurz Foto. Der wollte von dir gar kein Foto. Der wollte von mir richtig ab. In Ordnung. Komm, beiß ab, Nossi. Alter, hör auf mit deinem Scheiß. Holland, beiß ab bei dir. Ihr seid so voll Assis. Nee, piss dich. Komm, beiß ab. Hier, nimm jetzt ein. Beiß ab von der Wurst. Beiß mir einmal ab von der Wurst. Beißt du bei mir auch ab? Meine ist frisch. Meine Wurst, ich beiß bei dir auch ab. Meine Wurst ist frisch, Mann. Oh, schön. Oh, schön. Oh, der war schön. Oh, der war schön. Oh, Baby. Lass mich dir doch nicht einstecken, Junge. Oh, der war schön, Junge. Hat er gekitzelt hinten in der Gurgel, oder? Komm her, jetzt bist du zufällig. Jetzt bist du zufällig, du Wichser. Jetzt gebe ich dir richtig die Slow, Alter. Komm her. Weißt du, warum mache ich sowas? Wo bin ich? Ich hab einen Aufwand hier gemacht. Wir waren jetzt so durch. Und er denkt sich auch nur so, was passiert hier. Komm mal lieber. Oh, er will auch zeigen? Er zeigt uns ein bisschen mehr. Mit seinem Roller. Ja, ja, ja. Geil. Auf geht's, oben in den Süd rein. Junge. Ich will ihn mal ausgefahren sehen von ihm. Ja, will ich auch gerne mal. Also jetzt sind wir in der Süd. Also das ist 100% Süd hier, Digga. Ja, ja. Hier vorne rechte Seite kommt lang die Wasserburg, wo ich immer schön essen gehe. Für was ist die Süd jetzt bekannt? Hier bin ich groß geworden. Hier habe ich meine Jugend. Ach so, da, deswegen kommt immer dieser Spruch oben in der Süd, oder ja, was? Ja, das nervt mittlerweile schon ein bisschen, weil die Leute... Bleib, ich habe schön das Wasser verschüttet in dein Lamborghini. Ja, das macht nichts. Wasser trocknet. Hier steht immer Mehmet mit dem Döner. Ah, ja, ja, hier ist das immer. Hier steht, ja, immer, hier steht er immer, ja. Hier wurde ich beim Clown erwischt in dem Laden. Ja? Ja, damals die scharfe Schokolade-Geschichte. Was? Hier habe ich mein erstes Dings, mein erstes Knacksclub. Knacksclub. Aber auch mein erstes, war auch mein erstes, ja. Knacksclub. Immer die Zeitschrift noch dazu. Was? Größter Rotzladen. Aber habe ich auch gehabt, Knacks. Und die Zeitschrift immer ist dazu. Das? Magazin von der Sparkasse oder so war mit dem Knacksclub, wo du dann sparen konntest und... Da war da so ein Magazin, ich weiß gar nicht, wie oft das kam, einmal im Quartal, einmal im Monat, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist so wie die Apothekenumschau, nur von der Sparkasse. Ja, so, für die Sparkasse, ja, logischerweise. Ja, so kann man das sagen. Und so ein Sparplan ist halt mit dabei, für ein Sparbuch oder so. Okay, ich brauche auch mal den Knacksclub. Also bist du ein paar Tage immer hingegangen und immer an diesen, ach so, kleinen Monitoren, Scheiße, die... Ich weiß nicht, ob es Altersbeschränkung gibt. Ja, alles. Aber es ist eigentlich ein Kindergericht. Ich bin da, wo ich groß geworden bin. Verdammt. Zweimal Straße 20B. Ey, Quatsch, hier keine Leute dicht. Ich guck. Warum sind welche am Fenster? Du redest nix. Du redest nichts, Junge. Nein, ich bin doch freundlich. Nein, möchte ich aber nicht. Ich will hier ein bisschen auch nochmal mein Gesicht sehen lassen. Achso, deswegen wirst du nicht... Oh, die sind auch noch jung, das ist auch genau. Die gefällt dir doch, ja, und dann... Ja, also, dann lass mich doch mal machen. Vertrau mir doch mal. Klossi ist so ein Arschloch. Ja, du bist auch wirklich... Du bist auch... Ja, erstmal richtig laut loslachen. Jo, fotografier ruhig, trau dich. Er hat schon Handy in der Hand, mach ruhig. Mach ein Foto.
Das ist das Beste. Marcel, sprech die Leute nicht an. Marcel läuft vor. Moin. Nicht gegrüßt. Als erstes. Ja, ja, ja. Hier wohnt der beste Hausmeister Hans. Aha. Hansi. Warum Stress? Der hatte im Keller unten. So, und erstmal hat er oben drüber den Schlüssel versteckt und man konnte mit einem Tritt immer die Tür auftreten und dann wieder zureißen. Und der ist immer nach Polen gereist und hat immer Stangen Zigaretten gehabt. Und wenn ich mal Geldnot hatte, habe ich mir die genommen. Na, das ist doch schön. Jetzt wird er sowas im Stream einfach so erzählen. Jetzt ist das Fenster mal gekippt und du erzählst die Geschichten hier. Nein, der war nicht da. Woher weißt du das, wenn das Fenster gekippt ist? Ich habe hier 8-9 Jahre gewohnt, ich weiß aber da. Der kommt gleich raus, Hansi. Mit Axt, Junge. Mit dem Bein. Alter, die Foku ist echt super. Woher weißt du das? Ich war auf die Fenster. Legendär. Sind hier hat ein Lünzmann gewohnt. Lünzi. Der Lünzi, der ist aber schon gestorben. Er hatte eine Störung. Also der war psychisch nicht mehr ganz da. Der ist zum Schwarmer Pape einmal einkaufen gegangen mit T-Shirt, aber untenrum gar nichts. Ja, wirklich, wirklich. Wo ist deine Wohnung? Meine Wohnung ist auf der Seite. Das ist Weimarer Straße 20a. Aha, Leute. Und leck mich am Arsch, Junge. Du erzählst die Sachen, die Fenster sind offen. Dreh mal die Kamera, Bruder. Noch nicht filmen. Warte. Noch nicht filmen. Alter, voll drauf. Ich hab nicht gefilmt. Arsch. Was ist los? Erzähle. Das ist hier meine alte Hotel. Aha. Da oben, also nicht das erste Fenster, nicht das zweite, sondern das dritte Fenster. Ist Kinderzimmer gewesen. Das war mein Zimmer. Und das Fenster daneben. Das war mein Zimmer. Ganzes Stockwerk, oder das was? Das ganze Stockwerk, ja. Also links und rechts das Fenster. Das war ein großes Zimmer. Ich glaub, die Wohnung ist. Nee, ist nicht leer, ne? Nein. Da hat eine Zeitweise ein Kollege von mir drin gewohnt. Lass mal klingeln. Nein. Ich geh rein. Ich würde gerne mal Kinderzimmer schnuppern, wie es so war. Früher hat immer Vincent, mein Hund, immer da runter geguckt am Fenster. Wenn ich gekommen bin, hat er gejault. Da aus dem Fenster hat meine Mutter Bonks rausgeschmissen, wenn sie die gefunden hat, hier aber auf dem Asphalt. Naja, ja. Es gibt auch immer ein Buch zum Beispiel, ein Bild, wo ich genau hier raussteppe in so einem Basketballanzug. Aha. Komplett schwarz mit so braunen Aufklebern von den Mannschaften. Da gehe ich so. Wer hat das gemacht, das Bild? Mein Vater, da war ich übelst high. Das weiß ich noch. Nee, wirklich, das weiß ich noch. Das hier, hier ist die alte Hut. Hier habe ich meine Jugend verbracht. Ne? Meine Kindheit habe ich unten verbracht, in der Nord, aber hier... Ich sag dir, ohne Witz, bei mir alles ähnlich. Auch in so einem Haus groß geworden mit vielen Familien. Lass klingeln. Nein. Wie heißt die Familie heute? Nein. Klingel doch nicht irgendwo und geh da mit der Kamera rein. Wenn wir da reingehen und sagen, wir sind hier, Sat.1 vermisst, wir wollen das alte Kinderzimmer schnuppern. Nein, geh da nicht rein. Alter. Noch schöner als kein Mann. Ich Ernst rein. Aha. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass man jetzt hier reingeht. Ich darf halt nur nicht mit dem Fahrrad längs fahren, dafür stimmt ja. Also scheint, du bist auch der Bürgermeister, oder was? Ja. Ja! Hier zum Beispiel immer die Wäscheleine. Und da waren immer von ein, zwei geilen Nachbarinnen immer die Unterwäsche. Und ich sag Schnuppi? Dir, ich hab's mir immer geklaut, ja. Und hast du auch mal, was hast du damit gemacht? Sag ich nicht. Da war ich jung und immer gekifft. Hast du den Schnuppi gemacht, oder? Ich hab auch mal im Livestream erzählt, ich hab den Schnuppi gemacht früher, ja. Jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Damals auch von meinem Kollegen, der hatte eine Schwester und eine Mutter, da haben wir auch immer die Höschen mitgehen lassen. Alter. Was war früher, weiß nicht. Ich habe mit Stöcken gespielt im Wald. Und hier diesen Weg, du wirst es nicht fühlen natürlich, aber wie ich fühle. Diesen Weg hier längs gegangen bin mit meinem Hund, der abends gekifft, kein Bock auf gar nichts und immer hier längs gegangen. Und das war einfach eine schöne Zeit, ja, hier oben. Das ist einfach, die Zeit vermisse ich auch. Ne? Ich fühl den Weg. Ich glaube, jeder zu Hause weiß das auch, wenn man wieder da ist, wo die Kindheit war und so, und da langläuft. Ja. Das ist natürlich, das ist ganz besonders. Habe ich doch gewusst, nur wegen der Fahrräder. Ich dachte, du weißt alles, hier steht ein Kran. Und genau so war es bei mir. Und ich sag dir, no joke, ich habe auch in so einem Haus gewohnt. Ich habe es auch mal in einem Instagram-Livestream gesetzt. Und ich wurde oben im Stockwerk, im Hausflur, vergewaltigt. Von dieser Tussi da? Ja. Keine Vergewaltigung, war was Positives. Die war 16, ich war 11, das war wunderschön. Ja, das glaube ich. Aber wenn du noch nie vorher irgendwie selber an dir gemacht hast und spritzelst ab, weißt nicht, was es war. Das war gut. Komisch. Was? Ja. Die Story kenne ich nicht. Was? Lass mal kurz gucken. Ja, siehst alles? So, mit dem Finger. Okay. Das war unsere Wohnung. Also das war ein Wintergarten und hier war das Wohnzimmer von meiner Mutter. Das ist die alte Wohnung, Weimarer Straße 20b. Ja. Das ist die oben in der Südschule. Das ist jetzt wirklich, also das hier ist wirklich oben in der Süd. Das ist hier wirklich oben in der Süd, Digga. Oben in der Süd ist so geil. Die Leute verstehen ja immer nicht, warum Süd, Nord... Ist das Hauptschule? Nee, das ist hier Orientierungsstufe, wenn es das noch gibt, so. Ich weiß was nicht. Was ist das denn? Orientierungsstufe gibt es nicht mehr, das heißt jetzt irgendwie anders.
Also ich hatte ja früher für das. Was ist denn die Orientierung? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, ja. Warum? Da hat mein Lehrer verloren. Ey, wir sind einmal bei mir auf der Schule. Ich habe Freitagabends das Fenster offen gelassen. Und dann sind wir nachts in der Schule rein, weil das, ey, jeder kennt den Traum, mal nachts allein in der Schule sein. Oder mal nachts allein im Supermarkt. Und dann sind wir in den Turnhallen und haben Basketball gespielt. Das war, ey, weißt du, wie geil das war? Hab ich ja auch immer gemacht. Weißt du, wie geil das war, sowas? Jeder kennt den Traum, Jungs. Mal nachts in der Schule rumlaufen. Ich habe den Schlüssel damals jemanden für einen 20er oder 10er Ort abgekauft. Und dann hatten wir immer früher das hier vorne. Muss man filmen dann den Aal. Das da vorne war früher kein Rasenplatz, sondern das war ein Granplatz. Ein Gran? Grant, kennst du das? Nee. Grant, diesen Sand. Ah, roten Sand, okay, Ascheplatz. Ich hatte ja, wie gesagt, für die Schule den Schlüssel und konnte auch das Tor da vorne aufschließen. Das sah früher noch ein bisschen anders hier vorne aus. Und dann sind wir immer da um die Ecke und dann war da eine Bank. Und dann haben wir immer Fußball gespielt mit den Jungs und gekifft. Da haben wir immer unseren Sommer verbracht. Und du gehst auch auf so einer Schule hier, oder was? Nee, ich geh auf Grün. Wie heißt die Scheiße nochmal? Nicht mehr Orientierungsstufe 5., 6. Klasse, sondern wie heißt das? Unterstufe? Unterschicht. Nein, welche Klasse bist du denn jetzt? Sechste. Ja, aber wenn du warst doch dritte, erste, zweite, dritte, vierte, warst du Grundschule. Ja. Und was kam danach? Jetzt kommt, weiß nicht, was ich meine. Ich weiß auch nicht, was du da denkst, das gibt's nicht. Stauze, das gibt's. Gibt's Orientierungsstufe noch? Nee. Aber in was für eine kleine Schule bist du jetzt? Gymnasium. Und wo warst du vorher? Studienschule. Bist du direkt von der, du bist auch nicht direkt von der Grundschule aufs Gymnasium? Doch. Ist doch scheißegal, wir brauchen es nicht mehr, lass den Jungen machen. So. Nein, ja, Mann, warte mal, keine Ahnung, wo man BVJ. Genau, wo du warst, das hast du. Ja, im Elite-Kindergarten oder wo? Ich hatte das Glück, dass ich sogar schon mit 6 eingeschult wurde, wegen überintelligent. Ja, wahrscheinlich. Das ist wahr, das stimmt. Ich habe Dreiecke schon gemalt und alles. Das stimmt, ohne Scheiß, fragt meine Mutter. Ich habe Dreiecke und Kreise malen müssen. Du bist auf die Dings gegangen, in die Behindertenschule Lebenshilfe. Ich bin direkt rein. Ich war aus dem Kindergarten ein Jahr früher, der darf gehen. Was mache ich jetzt hier auf der Sonderschule? Hey Knossi, guck mal, ich zeig dir hier die Hut und das mache ich auch gerne. Aber wenn du ihr Disrespect gibst, dann fahren wir direkt wieder los. Zeig ein bisschen Liebe. Was für Sonderschule? Hast den Schlüssel dabei? Was für Schlüssel? Das wollen wir reingehen. Den habe ich verloren, wie der Lehrer. Hätte eh nicht mehr gepasst. Früher war hier zum Beispiel, Digga, ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Na geil, Alter, gib mal ein bisschen Liebe. War eine Tischtennisplatte. Da ist sie jetzt. Naja, ja, aber hier war früher noch eine. Und, also hier waren 2 Stück und hier war immer eine frühere Tischtennisplatte. Und wir sind hier immer Dings gefahren. Sag schnell, Inlineskater. Haben hier die Bank mit Wachs eingeschmiert und dann sind wir immer gegrindet. Ey, die Leute finden uns jetzt überall. Ja, das ist, weil wir jetzt angefangen haben, Fotos zu machen, wollen jetzt alle kommen. Das ist das, was ich meine. Bruder, dich kenne ich doch mal lieber. Was hast du denn da mitgebracht? Für heute Abend im Stream schön. Oh, der ist lecker, Junge. Der ist richtig geil. Den trinke ich heute Abend, oder nicht? Den trinke ich mir aber schön heute Abend. Ey, mein lieber. Oh, Marcel, den trinke ich mir heute Abend so schön. Bei mir wird in der Wohnung kein Alkohol getrunken. Na, Gott sei Dank, Blatt. Aber darf ich dir den nachher ins Arsch noch mal checken? Ja, natürlich. Ein bisschen Sprudelmodus. Wenn du vorne bei mir auch noch mal ein bisschen Lulli? Ja, kein Problem. Das ist ja kein Problem, Jungs. Auf jeden Fall hier die Südkrieg. Ich mach das mal kurz ins Auto, mach mal den Kofferraum auf bei dir. Es gibt keinen Kofferraum. Doch, gibt's, aber der ist. Was ist denn da jetzt? Ist das Internet hier noch gut? Ja, ja. Ja? Top. Das ist der Kofferraum. Er ist ja riesig. Ja, für das guck mal, hier habe ich mal vom Hotel geschenkt bekommen. Was hast du da drin? Geschichten aus der Hut, Alter. Geschenkt bekommen alles. Nice. Wirklich, ich leg die lieber so hin. Guck mal, was ist das? Das ist das T-Shirt. So, der Riesenkofferraum. Natürlich reicht der. Da passt nicht mal Kasten hier rein. Motor ist hinten, Freunde. Leute, Motor ist hinten, Chat. Haben die gefragt, wo der Motor ist? Kein Motor, wo ist der? Alter, gefällt dir oder was? Ja. Ist ja das wichtig bei einem Mann? Ja, schon. Ja, finde ich auch. Ey, dass aber wirklich auch immer gleich so Versammlungen stattfinden, ist echt Wahnsinn. Was geht ey, der jetzt kommt ab? Aus Berlin, ja. So. Aber immerhin war auch so ein Fenster. Halb in den Chat. Ja, trotzdem. Jetzt saufe ich so fest. Erzähl was über Wachlimbis. Ja, klar. Wachlimbis, Currywurst, Pommes und jalla, lecker. Der Wachlimbis. Nice. Aha, den ist dann nochmal. Wollt ihr nochmal zeigen hier? Wollt ihr nochmal ein bisschen zeigen, ne? Kann er mir erzählen, was er will? Der ist nicht eingetragen, Digga.
Das ist eigentlich, ja, meinst du denn, du hast doch gelesen. Im ich wette hier um 100.000 Euro, dass er nicht eingetragen ist. Leute, kennst du das? Die Leute mit den kleinen VW, die gehen da richtig an. Jungs, wollt ihr auch eine Pommes oder was? Schöner Jogginganzug, Junge. Wollt ihr Pommes bleiben? Schöner Jogginganzug, Junge. Aber wenn ich dir 50 Euro geben würde, würdest du nehmen? Ja, gerne. Okay. Links, was machst du? Ich mach mit den Spielchen. Was müssen sie machen, die Jungs? Erraten. Okay, kann man in das Spiegel umgucken? So, welche Hand? Du, erst dran. Na, Fuffi? Ja! 50 Euro, Mann! So, what the fuck? Junge, jetzt auch. Robert, du musst es. Okay, in dich konzentrier dich. Überlege, wie wird er denken? Von was denkt er? Supporter haben wir zu. Oh, danke. Ich hab gar kein Get on the Level mehr, du Spinner. Nein! Egal, komm, hier rein. Get in the Level heißt es übrigens. Get in the Level. So heißt das nämlich. Ich bleib hier drauf. Also, aber den gerade. Ja. Er hat den gerade beiden Fuffi gegeben, einfach so. Ja. Nice. Rein, ohne irgendjemand zu Einmal, einmal aufstehen. Ja, aber du kannst dich doch nicht einfach hinstellen hinter uns, Digga. Du musst doch vorher fragen, einmal wegen auf dem bisschen, jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Sorry, tut mir leid. Ja, muss man ein bisschen Respekt haben. Du kannst ja nicht vor mir am Pimmel rumspielen. Das ist ja ekelig, Digga. Ja, und? Junge, das sind 70.000, die gerade gesehen haben, wie du dir die Eichen massierst. Hinter mir am Schritt. Das ist ja widerlich, Junge. Auf Gesichtshöhe. Moin. Nicht mal bitte dabei bleiben. Jetzt werde ich aber auch gleich fuchsig hier. Das erste Mal heute. So. Wir machen jetzt hier noch ein Foto, danach werde ich in Ruhe, meine Ruhe hier essen. Erstmal. Und spielen nicht am Schwanz hinter mir rum. Das, das war schön, das waren 70.000. Hast du das gesehen? Der hat sich hinter mir am Schwanz rumgespielt. Aber das war so eine Situation, das fand ich jetzt gerade zum Beispiel unhöflich. Wir sitzen hier, er weiß, wir sind am Stream, Digga. Nicht jetzt kein böses Blut, aber er stellt sich einfach hinter mir, ohne irgendwas zu sagen. Dann einmal, einmal hat er gesagt, einmal. Schon unangenehm. Oh, jetzt kommt der nächste, Digga, der geht am Arsch. Also, ey, das ist, Alter, die Leute, weißt du, was das Schöne für dich ist? Einmal sehen sie es live, wie es wirklich ist. Die Leute sehen live, ich habe es ja das letzte Mal auch in meinem Video erzählt. Nee, ich mache jetzt keine Fotos mehr, Digga. Erst wenn ich in Ruhe gegessen habe, ich will jetzt meine Ruhe haben. Der hört dich nicht, der hat den Helm auf. Das ist mir scheißegal, ich will jetzt meine Ruhe haben. Das, da bleibe ich auch eisern. Ich will jetzt in Ruhe hier meine Leute da, jetzt kommen immer mehr. So, und jetzt richtig fett mit Mario. Und jetzt rein damit. Sag ehrlich, ist. Ja. Die Mayonnaise, Digga, da kann ich mich reinlegen. Oder Pommes Currywurst. 15 scheiß Mayonnaise. Was passiert hier gerade? Knossi geht einer ab auf Pommes Mayo. Er fühlt das. Isst du mit? So. Irgendwann, wenn wir mal, vielleicht machen wir auch irgendwann mal so eine Deutschland-Tour, ja? Weißt du so, wir waren jetzt in Österreich, wir waren in Norwegen. Und warum machen wir nicht mal eine Deutschland-Tour? Dann gehen wir nach Buxtehude. Dann gehen wir zu Mehmet, holen uns einen Döner und gehen zum Wachtel-Imbiss und essen da auch eine Pommes mit Currywurst, Bram. Nee, die ist nicht geil, Alter. Da gehen wir hin. Ich esse immer mit dem Besteck hier. Weil ich keinen Bock habe, mir ein Besteck zu nehmen. Wir könnten mal Mikkel dahin schicken. Wir gleich mal die Wurst auch noch testen, ne? Dankeschön. Wer soll das mal für uns? Nee, ich esse mit Metallbesteck nicht. Ich esse immer Plastik. Woher kommt das denn? Weiß nicht, habe ich irgendwie eine Phobie, weiß ich nicht. Ich kann, was? Kann mir auch daheim? Nein, aber ich kann mir kein Besteck rein. Aber was gewaschen wurde von einem anderen? Ja, nein, ich kann mir kein Metallbesteck reindrücken in einem Restaurant, wo schon 100 andere im Mund hatten. Das finde ich, auch wenn es gewaschen ist, kann ich nicht. Eine Phobie. Sag ehrlich? Ist sehr gut, die Wurst. Habe ich dir auch gesagt. Also, wenn du jetzt, erster Eindruck, 10 Punkte ist das Beste für eine Currywurst, was sollst du geben? Ja, gib mir noch einen Moment. Okay. Ist eine sehr gute Wurst. Sehr lecker. Wir fahren weiter. Ja, ich hätte gerne das Rating gehört. Next Stop. Boah, hab ich nicht. Wir können unten durchs Ghetto nochmal fahren. Wir fahren durchs Ghetto. Aber du willst ja auch noch fahren. Und dann fahr ich. Oh geil. Ah, lol. Oh, Knossi fährt auch noch. Als Fahrer. Ja, ja, so ist unsere Sicht, Freunde. Seht ihr da noch hier unten schön das Cockpit? Und dann wird so gefahren hier. Er schaltet selber. Auffahren, Digga, immer Sicherheit, ja. Ist ganz wichtig. Ja. Ist auch ein Automatik im Zweifel, oder? Glaube ich auch. Du kannst dich auch manuell schalten. Ja. Hier geht's aber in Buxtehude mit dem Internet, ne, die ganze Zeit. Ja, ey, top Internet bis jetzt. Nur einmal an der Schule kurz. Top. Diese schöne Buxtehude, ey. Also,
Schon krass da. Aber schon schön. Er würde jetzt gerne auch mit mir tauschen und hier drin sitzen und ein bisschen einfach genießen. Eins in Chat. Also, ich habe nie ein Traumauto gehabt und würde auch sagen, Lamborghini ist nicht mein Traumauto, weil es gibt so viele schöne Autos. Ein Traumauto, weiß ich nicht. Aber natürlich, wie viele andere Jungs auch, die schreien ja alle rum. Alter, die schreien überall. Alle rum, Freunde. Scheiß drauf. Aber Lamborghini hing als Junge bei mir im Kinderzimmer, weißt du? Ja, ja. Damals der Diablo und so. Aber hast du nicht am Anfang immer Lamborghini gesagt? Ich sag Lamborghini ist doch scheißegal, die Leute wissen, was ich meine. Aber ey, du merkst es auch, die Leute, man merkt es auch. Der fährt mit dem Lamborghini hier durch, egal, und ich weiß genau, die zwei älteren Herren, die haben ihn jetzt nicht gekannt, die gucken Lamborghini, die sind, da geht gleich der Arm hoch, da wird geguckt, ne? Es gibt zwei Menschen, zwei Sorten von Menschen. Die einen machen so, geil, Daumen hoch, und die anderen habe ich so oft, ich fahre an denen vorbei, die sagen, ist das hässlich. Zu laut. Und dann sage ich einfach, also wenn Leute zu mir sagen, der ist ja hässlich, dann sage ich immer, das Ding besser, aber wir den leisten können. Das ist der pure Neid. Und Deutschland, muss man wirklich einfach sagen, ist halt einfach auch ein Land, wo die Leute sehr viel Missgunst und neidisches Auge machen. Wenn dem jemand nicht gefällt, dann gar kein Problem. Aber muss ja nicht sein, dann zu sagen, der ist aber hässlich, da habe ich ja nicht nachgefragt. So. Und das sind dann die Leute, die einfach neidisch sind. Ja, das gibt's nicht. Das ist ein schönes Auto. Das muss man ihm lassen, aber das für das Geld kann man auch ein schönes Auto erwarten. Ja. Ist theoretisch gesehen gleich hier hinter. Da sind dann ein paar Hochhäuser, hier rechts ist so. Und du würdest sagen, dann, hier. Das sieht echt ein bisschen aus wie Weze. Das sieht aus wie Weze. Also, du kannst es nicht vergleichen mit einer Großstadt. Ja, natürlich. Nö, aber weißt du, da an der Hauptschule in Weze. Ja, genau. Aber dacht hier werden natürlich die Leute untergebracht, die halt weniger Geld haben. Und oder Flüchtlinge oder andere südländischsprachige Leute. Und natürlich, hier stoßen viele Kulturen aufeinander. Und hier gibt es mehr Ärger auf jeden Fall als in der Süd oder sowas. Das ist klar. Film mal einmal nach da oben, bitte. So, ich zeig mal wieder mit dem Finger. Hier, das ist der Balkon von meiner Mama und mir. Die Seite hier, das ist mein Kinderzimmer, mein ehemaliges. Ja. Das hier auf der Seite, das ist das Schlafzimmer meiner Mutter oder das Wohnzimmer und Schlafzimmer von meiner Mutter. Und hier auf dieser Terrasse, das war, hier habe ich gewohnt von Baby bis ich elf war. So, das ist hier mein, das ist hier, hier bin ich groß geworden als Kind. Das ist hier, ja, hier die alte Kneipe, Digga. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte aus dem Fenster da oben. Mein Kinderzimmer habe ich damals meine Katze runtergeschmissen. Als ich jung war, da wusste ich es nicht besser. Habe ich sie so runtergestoßen. Kater, ist ja nichts passiert. Katzen können ja sich gut abfangen. Ist sie runtergefallen. Meine Mama und ich haben sie dann gesucht. Sie war ein bisschen sauer mit mir. Haben sie nicht gefunden. Und wo war sie? In der Kneipe. Ist sie in die Kneipe reingelaufen. Ja, wirklich. Starke Aktion. Ich habe mal, wo ich die Balkons sehe, ich habe mal an so einem Balkon gehangen bei uns, wo wir gewohnt haben. Hast du mal? Kam nicht mehr hoch. Beabsichtigt oder bist du abgerutscht? Ich wollte ein bisschen klettern so. Mit 14, 15. Stecken, oder? Dann hat die Mutter die Nachbarn geholt und die haben mich wie so ein Schwein wieder hochgezogen. Hier eine kleine Geschichte. What the fuck? Hier vorne ist so ein kleiner Abstellplatz gewesen. Wie scheiße die gebaut haben. Da haben Leute ein paar Sachen hingetan. Und ich habe mit meinem Kollegen ein bisschen mit Feuer gespielt da vorne. Mit Styropor. Das hat er früher, wenn es gebrannt hat, so geil getroffen. Ja. Und dann haben wir Styropor angezogen mit Streichhölzer über einem Sofa, in dem trockenen Wasser lag. Und dann ist das Styropor runtergefallen, das ganze Sofa hat gebrannt. Bin ich hochgelaufen, heulend zu meiner Mutter. Und ja. Der Umwelt zuliebe war das alles, ja. Hat sie oder was? Boxte Hudener King Image. Ey, wenn ich hier immer nicht einen Hundescheiße oder was, ne? Das habe ich damals mit dem Schuhmarker gemalt. Kennst du die Schuhmarker für die Schuhe? Natürlich. Das haben wir hier. Boxte Hudener King Image. Ganz alt. Klebt aber immer noch. Boxte Hudener King Image. Was soll das bedeuten? Das war damals, war ich auf meinem Film, Digga. Damals war ich auf meinem Film und welcher Film war das? Das war der Ich bin unbesiegbar Film. Ich zeig mal keine Klingelschilder lieber. Nee, hier wohnen jetzt auch nur noch Mehmet und Ahmed. Das war früher anders hier. Aber das muss doch das, wo ist dieses große Hochhaus, was ich gerade eben gesehen habe, das so ein bisschen verwahrlost war hinter dem Bäumen. Das muss doch, das ist doch das, wo sie alle Mord und Totschlag. Hier da vorne, ja. Da, also es ist für Buxtehuder Verhältnis ist das hier das Ghetto. Als ob. Ey, das ist ja der Hugo Boss, Junge, wieder in den ersten 50er. Wo kommt der? Wohnt hier! Junge! Nice! Das ist doch unser Freund hier mit dem Hugo Boss. Hier sind auch Bordelle. Seid ihr Puff? Nee. Nee, besser nicht, ne? Wohnt dein Kumpel da, oder was?
Habt ihr den 50er schon verbraten? Nee. Wusstest du, dass ich hier vorne groß geworden bin, Alter, der Straße reinfährt? Hast du mal in der Story gesehen? Korrekt. Komm, lass doch mal weiter, bevor die Mütter uns absteigen. Arne kommt gleich. Ja, geh rein jetzt, geh rein. Der hat Essen gemacht. Was ist das für ein Zufall? Wir laufen hier. Das ist ein lustiger Zufall. Das ist ein und er guckt einfach aus dem Fenster. Hallo, ich bin's wieder. Das ist ein lustiger Zufall. Aber guck mal, zum Beispiel da vorne, das große Hochhaus, was man jetzt nicht mehr sieht. Da wurde vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren, ein Pole, ein erwachsener Pole, erstochen. Ein älterer Mann wurde da, mit seinem Kind war da im Fahrstuhl und ein verwehrter Typ hat ihn einfach abgestochen. Vor seinen Kindersaugen. Jo, wir sind am Livestream, pass auf, 80.000 Leute schauen zu. Okay, was geht ab? Nicht hier, moin. Ich besuche hier meine alte Heimat, Digga. Ehrlich? Ja, ich bin doch hier groß geworden. Wir machen hier einen neuen Laden auf. Hab ich schon gehört. Aber, gehört? Ja, natürlich. Aber hat ja gerade auch noch ein Kollege von mir in der Innenstadt eröffnet. Was ist das denn für ein Laden? Avantai-Markt. Genau. Türkische Markt, ne? Genau. Avantai. Wollen wir noch mal gucken hier. Avantai-Markt, Jungs. Erstmal Werbung 90.000 machen. Leute, bessere Werbung kannst du nicht haben. Bessere aber Werbung geht nicht. Für was seid ihr bekannt? Türkische Ware, Fleischerei, alles drum und dran. Hat der Alte mach doch mal auf, zeig doch mal von innen. Hier war früher schon mal einer drin. Gib mal eine Führung. Führung, Alter. Nicht mit draußen Zigaretten, wenn es geht. Ich geh nicht rein. Weißt du, was da früher drin war? Hier war früher. Das war ein türkischer Laden. Nein, ganz früher, vor 20 Jahren. Weißt du, da warst du ja auch wahrscheinlich nicht. Jetzt los. Hier war früher Bea-Café drin. Was habt ihr für ein Auto da? Was ist das hier für eine Kiste, du? Was ist denn das hier für ein Kistchen? Was macht er von 0 auf 100? 3 Sekunden. Ich muss wirklich sagen, den 3-Sekunden-Club, den mag ich nicht, Digga. Wieso? Der 2-Sekunden-Club ist besser. Guck mal, wer da kommt. Ja, aber soll ich dir ehrlich sagen? Ja. Ich bin von innen drin fast hübscher, Digga, als der Lambo. Hat dich deine Mutter rausgelassen oder was? Darfst du nochmal? Nee. What the fuck? Der gefällt mir. Gefällt mir, Audi. Ist auch schöner Sound. Gleiches Sound. Ist hier große, Leute, das ja, ist hier. Auf mach mal an. Oh, sieht aber auch ist schön, ja. Ja. Schlüssel rein. Ja. Und jetzt mit Vollwucht gegen die Karre davor. Wir testen auch gerne die Autos durch von euch, Jungs. Auf 9000. Ja, warte, ich bin hier nicht die Leute. Ich am Arsch, Alter. Jetzt gehen schon die Rollläden hoch hier, das sag ich dir. Jetzt geht schon die Tür auf. Ja. Jetzt gehen schon die Türen auf hier. Also, das ist bestimmt ja an einem Sonntag gemacht worden, oder? Ja, glaube ich auch. Auch die Sitze sind bequemer, Digga. Drüben, hier drüben, da war früher eine Sparkasse drin. Ja, im Online-Shop. Und davor war ein Aschenbecher. Ja. Und die Leute haben immer ihre Zigarette reingeschmissen und immer Hälfte dran gelassen. Und da haben wir das erste Mal, ich und mein Kollege Dieter. Dieter hat da drüben gewohnt, Dieter Harms, richtig guter Mann. Da haben wir uns die Zigaretten da geklaut. Dann sind wir rüber zum Spielplatz gegangen und haben das erste Mal geraucht. Und ich habe auf Lunge direkt geraucht. Und mir ist so schlecht geworden. Dann bin ich nach Hause weinend gelaufen. Hat Mama gesagt, Mama, mir ist schlecht. Mir ist übel. Und hat sie gesagt, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe geraucht. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, hat sie mir einmal hingestellt. Ich habe so gekotzt. Ja, glaube ich. Und immer noch so ein Idiotenrauch, immer noch. Dann sind wir hier Wahnsinn, Alter. So, ey Jungs, wir ziehen weiter. Wir wollen noch mal vorne da. Alter. Wir wollen noch Foto da. Moin, moin. Hört man jemand nicht sagen, er kommt ja schon sehr real rüber, wa? Monte? Ja, auf jeden Fall. Stand Telefonzelle. Aber ein bisschen assi ist er trotzdem. Er hat viel erlebt. Richtig, richtig viel. Mit Telefonkarte oder mit Münze noch? Kleingeld hat immer geschmerzt. Ging noch, oder was? Ja, klar. Ja. Mit kleinem Geld, beste Leben. Der wurde, glaube ich, letztens neu lackiert hier vorne. Mach's ja auch, gell? Ja, das ist doch natürlich hier dann aber auch. Ja. Und das bist du, oder was? Nein. Weiß nicht, wer das ist. Hab ich mir sagen lassen, dass hier einer den Stromkasten letztens besprüht hat. Keine Ahnung, wer das ist. Was kann das heißen? Diese dumme Sau. Was kann das heißen? Was heißt das? Das weiß ich nicht. Was sind das für Buchstaben? Steht da. Keine Ahnung. Ja. End. Wir gehen weiter. Ey, die sind aus deiner. Die Jungs sind aus deiner Wohnung. Der hat da früher gewohnt bei euch. Doch, das ist die Wohnung. Hör mir nicht hoch, Rotzer. Das ist die Wohnung. Nee, 20 Jahre her. Schon ganz lange. Zwischenzeitlich war da auch ein Puff drin. Das weiß ich doch. What the fuck? Ein FIFA ist da, okay. Achso, ja, ich habe Ihnen nur kurz hier die alte Heimat gezeigt. Früher. Die rechte Seite war mein Kinderzimmer,
Und das war das Zimmer von meiner Mutter. Eigentlich eine schöne Wohnung, ne? Ja, ja. So, ciao, ciao. Mit 20, vor 20 Jahren, als er 4 war. Habt ihr recht, Chess. So. Monte, Monte und Knossi kennen tschüss, jeden. Ey. Es ist so geil. Das hier war früher die Häuser dahinter. Das war alles weitläufiges Moor. Ja. Da konntest du spazieren gehen. Ja, ist alles zugebaut. Alles normal. Zugebaut. Aber das ist normal, Marcel. Ja, die Bauplätze werden gesucht. Aber mir schmerzt das in der Brust, weil das ist ein Kindheitsplatz. Da bin ich ist normal. Hab ich gespielt. Ist normal. Bei uns wird auch jetzt alles zugebaut, was früher Felder waren. So, das sind jetzt hier unsere sogenannten Ghetto-Blocks. Dahinter ist noch eins. So, und ich sag dir ganz ehrlich, und Wetzel, das ist hoch aus. Geil. Ja, knallhart. Ja. Das ist wirklich knallhart. An der Kreuzung bei Aral. Könnte da einfach stehen. Nicht mehr da ist. Jetzt, wir haben noch ein paar mehr Hochhäuser, aber das ist jetzt so, also... Das kennt man, Märkisches Viertel. Ja, es ist natürlich im Verhältnis zu anderen Städten sehr klein, aber hier war früher auf jeden Fall viel Action, Digga. Mein Block, mein Block, mein Block. In 17. Stock. So ein Ding. Ey, wir sind Platz 3 Stream weltweit. Ordentlich. Yo! Alter. Was geht bei euch? Alles gut bei euch, ne? Guck, dann wäre ich echt gerne nochmal 15, Digga. Ja, aber dass du nicht anhältst. Nee, scheiß drauf. Ach, meinst du, die waren minderjährig? Ja, na klar, waren die minderjährig. Die fahren Fahrrad, Digga. Stimmt! Das ist der Grund. Da habe ich als kleiner Butch immer drin gegessen. Da, das war das Asia-Buffet. Da, nee, das war das Restaurant, was ich in meinem Buch erzählt habe. Von dem Kollegen, der behauptet hat, ich hätte ihm die geklauten Sachen in die Tasche gesteckt. Aha. Für die Leute, die das Buch gelesen haben, die wissen Bescheid. Aber die freuen sich, guck mal, sie sehen Lamborghini, die freuen sich, die Leute. Ja, es gibt, wie gesagt, die eine Sparte, die direkt neidisches Auge macht. Und dann gibt es, ja, es gibt noch die Neutralen, aber viele freuen sich. Nee, nee, nee. Weißt du, wie mein? Wir haben auch zwei Leute, die uns die ganze Zeit hinterher fahren. Ja? Ja, ja. Du siehst, hast du das im Blick, dass uns Leute verfolgen? Natürlich. Ey, und ihr fährt aber dicht auf, ne? Ja, ja. Jalla, Abfahrt. Ja, du bist ja der A3 ist dann wieder, oder? Ja, 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 die haben uns echt verfolgt. Nichts gehört. Leck mich doch am Auto. Aha. Ohne Scheiß, den Audi fand ich echt schon tot, Knossi, jetzt fährst du. Wie? Nee, das gibt es nicht. Als ob! War ein cooles Video, muss ich als sagen. Als ob! Es ist. Das ist schon interessant. Ich muss halt, also wirklich, man kann halt von Monte und Knossi halten, was man will. Aber vor allem sind auch schon Monte Assis. Jetzt aus der Geschichte. Ja, aber Montes Geschichte ist halt schon krass. Bei dem, ja, was er jetzt stimmt. Halt ist und so, was er aus sich gemacht hat. Ja, wenn er halt sagt, er war halt Alkoholiker und Drogen und was weiß ich. Ja. Also es ist schon krass. Das muss man eben, das ist schon heftig, da aus diesem Sumpf da irgendwie rauszukommen. So was habe ich halt nie erlebt. Ne? Also da habe ich, glaube ich, relativ viel Glück gehabt. Wenn ich das so sehe. Und Knossi, ja gut, Knossi ist halt wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Ein hyperaktives ADHS-Männchen. Aber es ist lustig. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Hauen Sie rein. Bis dann und ciao. Tschüss.